Ja, hallo zusammen zu einem neuen Extra. Und heute geht es um ein internes Papier von VW, das jetzt an die Öffentlichkeit gelangte. Und da sind einige sehr interessante Informationen drin zu lesen. Ja, um was geht es denn genau? Also man mag es kaum glauben. In dem Papier stehen tatsächlich einige Anweisungen drin und eine von den Anweisungen, die jetzt an die leitenden Führungskräfte da gegeben wurde, war, es ist mit sofortiger Wirkung die Motorenentwicklung einzustellen. Also die Diesel- und Benzinmotorenentwicklung. Und das zweite eben geht dann an die Produktion, die zweite Anweisung, in der es dann heißt, ja, oh, da war ein Drilling, ja, es ist nur noch die aktuell bestellte Menge an Motoren, Verbrennungsmotoren zu liefern und im Anschluss daran ist das Werk umzubauen in ein Werk für Elektromotoren und Akkus. Und das sind einmal total interessante Neuigkeiten, die man da hört. Und ja, wenn das tatsächlich wahr ist, was da erzählt wird, wäre das ja ein Paukenschlag. Ne? Also jetzt mal abgesehen davon, dass das natürlich sehr schön ist zu hören, dass VW jetzt plötzlich umsatteln will. Aber ja, das heißt also, sie werden alle Fahrzeuge, nur noch die, die jetzt bestellt wurden mit Verbrennungsmotor, werden sie dann noch zu Ende liefern und alles, was danach oder ab dem heutigen Datum bestellt wird, kann nur noch mit Elektromotoren bestellt werden. Also auch Hybride sind da außen vor. Bedeutet also, dass VW sich jetzt komplett ändert in eine Marke mit reinen Elektrofahrzeugen. Das ist ja schon mal ein Wort, ne? Ja, kann denn das überhaupt funktionieren? Nun, die haben natürlich jetzt diesen, elektrischen Querbaukasten, oder wie das Ding heißt, wo sie halt eben auf einem Fahrgestell halt diverse Batteriegrößen halt eben schon konfigurieren können. Und das ist anscheinend schon so weit gediegen und die Zulieferer sind anscheinend schon so weit quasi vorbereitet, dass sie da jetzt ab sofort loslegen können. Ja, das war wirklich überraschend, denn sowas geheim zu halten, auch bei den Zulieferern geheim zu halten, dass man hier schon hochgefahren hat, die Produktion, das ist schon beachtlich und ja, was soll man sagen, ne? Also da kann man VW nur noch beglückwünschen, dass sie jetzt da endlich mal einen Schlussstrich ziehen von ihrer alten Verbrennertechnologie und jetzt halt dann umsteigen. Das betraf jetzt erstmal nur die Marke Volkswagen selber. Die anderen Marken im Konzern, also Audi, Skoda, Seat, was da alles noch mit drin ist, die sind da zwar auch mit genannt, aber da ist es erst dann, geht es dann erst ein paar Monate später los. Also für Audi einen Monat später, für Seat dann zwei Monate später und so weiter. Jo, das ist auf alle Fälle sehr interessant. Und ach ja, die Tochter MAN, VW MAN, mit ihren Nutzfahrzeugen soll dann am 1. April 2018 dran sein. Ja, interessante Wendung und wenn man sich das Dokument auch noch ein bisschen weiter durchliest, dann sieht man auch, okay, es sollen jetzt spezielle Schulungen halt für die Händler dann auch folgen, die jetzt dann gleich in dieser Woche noch geschult werden sollen, also in der ersten Aprilwoche. Und ja, es klingt auf alle Fälle schon mal richtig spannend, was man da hört. Ne? Ja, es ist ja eigentlich fast zu schön, um wahr zu sein. Ne? Bin mal gespannt, wie die anderen
Hersteller da jetzt hat. Denn, naja, was man schon im Vorfeld gehört hat, Opel will sich ja auch wandeln in einen Anbieter von reinen Elektrofahrzeugen und PSA will 27 Modelle halt liefern innerhalb der nächsten Jahre und da ist natürlich das jetzt von VW schlägt natürlich ein wie eine Bombe. Ne? Ja, und dadurch, dass sie das jetzt halt so abrupt machen, sind jetzt erstmal auch keine Arbeitsplätze in Gefahr. Ach ja, was auch noch zu sehen ist, dass das Wichtigste eigentlich auch noch, also sie bauen jetzt nicht nur den Konzern um in einen reinen Elektromobilitätsanbieter, sondern sie steigen auch in den Ladeinfrastrukturanbietermarkt ein. Und zwar haben sie eine Kooperation auch geschlossen mit Tesla, so wie es jetzt in dem Dokument zu lesen ist. Das heißt, sie werden jetzt erstmal die ganzen VW-Modelle werden die Tesla Supercharger nutzen können. Dafür werden die ganzen Fahrzeuge halt dann entsprechend ausgerüstet. Man hat dann einen Vertrag mit Tesla gemacht, damit man halt eben dieses proprietäre Protokoll umsetzen kann. Und im Gegenzug dazu baut VW zusätzlich auch noch Supercharger aus. Und die neuen Supercharger tragen dann beide das Volkswagen und das Tesla Logo. Und was man so hört, soll dann an jede Autobahnausfahrt mindestens 6 oder 7 solche Stalls entstehen. An den Autobahnrasthöfen sollen 30 oder 40 Stalls entstehen jeweils. An den Parkplätzen sollen jeweils 10 oder 20 Stalls entstehen. Und was man natürlich auch liest in diesem Pamphlet ist dann, die Stromversorgung will man auch übernehmen. Da haben sie anscheinend einen Anbieter angekauft, der regenerative Energien liefert. Das heißt, sie steigen also in die Wind- und Solarstromerzeugung auch mit ein, als Allround-Anbieter sozusagen. Und für die Premium-Fahrzeuge, also für alle Fahrzeuge, die mehr als 50.000 Euro, glaube ich, waren es. Mehr als 50.000 Euro kostet, ist der Strom an den eigenen Ladesäulen kostenlos. Und für Fahrzeuge, die kleiner sind, die können eine Flatrate buchen. Das finde ich eine feine Sache. Endlich hat es mal jemand verstanden. Man ist jetzt auch kein Wunder, denn irgendwas müssen sie sich einfallen lassen. Ne? Also so wäre es ja gar nicht mehr weitergegangen, aber dass jetzt doch so ein drastischer Schritt eben kommt, da muss ich schon sagen, Hut ab VW. Ne? Also das muss man sagen, ist sehr mutig, aber meiner Meinung nach auch der richtige Schritt. Also ein Schritt in die richtige Richtung. Um jetzt halt diese, sage ich jetzt mal, Reichweitenangst, die dann doch noch herrscht, zu eliminieren, hat man also schon bekannt gegeben, dass also sämtliche Fahrzeuge mit unterschiedlichen Größen von Akkus zur Verfügung gestellt werden. Und die Auswahl im Konfigurator wird dann also in Zukunft nicht mehr sein, welche PS-Stärke oder so der Motor haben wird, sondern wird dann halt eben die Größe des Akkus sein, die man auswählt. Und man hat zugesichert, mit dem kleinsten Modell, mit dem kleinsten Akku kommt man auf jeden Fall schon mal 400 Kilometer weit, so wie es bei der Zoe ungefähr ist. Also wird man wahrscheinlich als kleinstes Modell den 40 Kilowattstunden Akku anbieten. Und für die Modelle kleiner als 50.000 Euro liest man also, dass also der Maximalausbau 100 Kilowattstunden ist. Und für die Fahrzeuge, die drüber sind, ist also 100 Kilowattstunden der Minimalausbau und wird dann eben bis zu, für den Anfang bis zu 200 Kilowattstunden angeboten werden. Und das alles zu Preisen, wie vorher eben die Verbrenner gekostet haben, und das finde ich gar nicht mal so verkehrt. Das heißt also zum Beispiel, der große VW, der Passat, der wird angeboten, eben das kleinste Modell halt zum Einstiegspreis mit 41 Kilowattstunden und das größte halt bis zu 100 Kilowattstunden.
Ja, auch die Nutzfahrzeuge sind natürlich mit dabei. Also der VW-Bus wird auch entsprechend da bedacht. Und bei den Nutzfahrzeugen hat man sich ein bisschen eine andere Strategie eben einfallen lassen. Da hat man eben gesagt, okay, da mache ich es eben abhängig von der Serie. Das heißt also, die Transporter-Serie, die also jetzt halt hauptsächlich zum Einsatz kommt für Gewerbekunden, die fangen also mit einem kleineren Akku an. Also der hat also dann auch nur die 41 Kilowattstunden. Und bei dem Multivan-Konzept, das also eher bei Privatleuten zum Einsatz kommt, da fängt man also auch bei den 100 Kilowattstunden an. Die Fahrzeuge sollen alle schnell geladen werden können mit den 125 oder 150 Kilowatt, die der Tesla Supercharger kann, und sind aber auch schon vorgerüstet oder werden auch vorgerüstet. Das heißt, in der nächsten Generation wird es dann so weit sein, dass die Fahrzeuge auch mit 350 kW geladen werden können. Das ist natürlich schon eine Ansage. Und was mich auch sehr überrascht hat, ist, dass auch jetzt endlich mal ein richtiger Drehstromlader mit reinkommt. Denn alle Fahrzeuge, so in der Mitteilung, werden jetzt mit 22 kW Ladern ausgestattet. Als Grundausstattung. Das heißt also, die Schnellladung, CCS, beziehungsweise CCS hat er, ja doch, CCS ist auch zur Verfügung, aber die Tesla Supercharging, also das Gleichstrom-Schnellladen, ist als Option. Und allerdings ist der 22 kW Lader standardmäßig verbaut. Und das ist schon mal eine Ansage, da kann man schon überlegen, okay, brauche ich das Auto wirklich für Fernfahrten, oder ja, nutze ich das vielleicht einmal im Jahr für eine Fernfahrt, dann spare ich mir die 600 Euro halt für die Gleichstromladung, ne? Also das finde ich schon mal, ist gar nicht mal so verkehrt. Ja, wie sind eure Meinungen dazu? Wie seht ihr dieses geheime Dokument? Ich finde es durchweg positiv und denke, jetzt ist VW auf der richtigen Spur und wird das Ganze mal richtig groß aufziehen. Wünsche, Kommentare, Anregungen gerne wieder unter diesem Video.